rutscht. In der Bildmitte die Freundin, diejenige, die sich um die Pressearbeit von Federer kümmert, Mirka Vavrinec, selbst gute Tennisspielerin gewesen. Lange gewartet vom Schweizer. Und es ist schön zu sehen, dass heute beim ersten Auftritt von Federer die Zuschauer auch verstärkt hier ins Stadion kommen. Sie wollen den Großmeister sehen. Hat den Stoppball angetäuscht und dann doch. Gehen wir alle aus. Dann wartet mit Richard Gasquet, einem wirklich guten Rasenspieler, der Franzose auf ihn. Die Profitour versucht. Überhaupt keine Schwierigkeiten, wenn er selbst aufschlug. Auf der Linie. Mit der Vorhand, da kann Bopana schon mal richtig zuschlagen, da kann er auch Gewinnschläge an den Tag legen. Die Rückhand ist nicht sonderlich gefährlich, das nur für zog ja gestern zurück wegen der Handgelenkentzündung. Das waren noch Nachwehen. Erinnert das erste Mal ein wenig. Da kommt er ran. Gut aufgepasst. Gut aufgepasst. Einfach zu gut. Ticken. Er macht es anschließend äußerst souverän. Der ist zu kurz und zu flach vor allem, dieser Lob. Stand er im Finale von Chennai. Der ist gut, da verschätzt sich Bopana. Den muss er doch nehmen. Da muss er auf Nummer sicher gehen. Das war eine Riesenchance für ihn. Die Vorhand ist gut. Ein Doppelfehler entscheidet diesen ersten Durchgang. Hat so prima vor allem aufgeschlagen. Insgesamt aber auch gut gespielt, Rohan Bopanna. Federer rettet sich zum 7-6. Zauber-Return von Roger Federer. In der Relegation zu Hause gegen die Thailänder. Aber man sieht es auch am. Ja, und natürlich kommt dann der erste Aufschlag bei Federer. Und so kennt man das vor allem auch bei ihm. Hat einfach so eine kleine Eingewöhnungsphase gebraucht. Dollar Preisgeldmarke knacken. Im letzten Jahr, da verdiente er allein über 6 Millionen. In diesem Jahr hat er schon gut 3 Millionen eingespielt.
Der Sitz. Mit 7:6 und 6:2 setzt sich also der Schweizer hier in der ersten Runde der Gary Weber Open durch. Damit ist diese erste Runde von Halle abgeschlossen. Das war die letzte erste Rundenpartie dieses Turniers. Er zieht ins Achtelfinale ein und trifft dort auf den Franzosen Richard Gasquet.